Hallo, willkommen bei der Berichterstattung der S-Bahn-Werkstatt Frankfurt. Die ET-Werkstatt in Frankfurt, Hendrik Borisiostik und Andreas Stickler begrüßen einen ganz besonderen Gast, Stefano Celozzi von der Eintracht. Auch Cello, wie sie ihn bei der Eintracht rufen, braucht natürlich Warnweste und Helm. Und dann geht's los durchs Werk für den Abwehrspieler, der im Sommer aus Stuttgart kam. Gefällt mir sehr gut, Frankfurt. Fühle mich sehr wohl. Mannschaft ist auch toll. Und dazu läuft es ja auch super bei uns, deswegen also ist echt perfekt. Cello kommt auf 16 Einsätze in 22 Spielen. Klingt gut, ist es aber nur bedingt. Denn nur einmal durfte Celozzi von Beginn an ran. Zu gut ist die Konkurrenz auf seiner rechten Seite. Sebastian Jung und auch Stefan Aigner spielen wirklich sehr gut. Eine sehr gute Saison, das weiß ich auch. Und deswegen weiß ich auch, dass es schwer ist, reinzukommen. Aber was im Sommer sein wird, ich weiß nicht. Über ungelegte Eier mache ich mir nicht so viel Gedanken. Ungelegte Eier, damit meint Cello die 2,5 Millionen, für die Sebastian Jung die Eintracht im Sommer verlassen kann. Jungs Abgang wäre Celozzis Chance, aber das ist die Zukunft. Auch in der ET-Werkstatt zählt nur das Hier und Jetzt. Helm auf, ab unter den Zug. So hat Cello die Bahn noch nie gesehen. Es ist natürlich super interessant, das auch mal dann wirklich hier live zu sehen und auch mal unter die S-Bahn zu gehen und auch ein bisschen was von der Technik mitzubekommen. Technik und Laufbereitschaft ist am Freitag in Freiburg gefragt beim Kampf um Platz 4. Ein Sieg und die Eintracht würde dem Europapokal wieder ein Stück näher kommen. Natürlich haben wir Träume. Ich habe auch Träume und ich denke auch, dass jeder andere Fußballspieler Träume hat. Auch die Fans haben Träume. Und wäre natürlich schön, wenn am Ende irgendwas Internationales bei rausspringen würde.